Ja, wie kannst du bei der DVAG Regionalgeschäftsstellenleiter werden? Es gibt hier zwei wichtige Erfahrungen, die ich dir geben möchte. Erfahrungen mit Facebook, denn ich habe selbst im Strukturvertrieb alles mit Facebook aufgebaut, im siebten Monat 210.000 Monatsumsatz gemacht. Und wenn du wissen möchtest, wie das geht, findest du unterhalb von diesem Video den Zugang zu meinem Gratiskurs. Also, du möchtest DVAG Regionalgeschäftsstellenleiter werden, Punkt 1. Wir sprechen hier von Facebook, ist die Favoritenfunktion. Ich möchte es so erklären. Wir haben einen Facebook-Algorithmus, der entscheidet, wann und welche Menschen deine Postings sehen. Und das kann natürlich auf lange Sicht gesehen ein gewisser Nachteil für dich sein, weil wenn du Regionalgeschäftsstellenleiter bei der DVAG werden möchtest, dann solltest du nicht abhängig vom Algorithmus sein, sagen wir es mal so. Du kannst diesen Algorithmus umgehen mit der sogenannten Favoritenfunktion. Ich habe das vor einigen Jahren schon begonnen. Und zwar habe ich die Menschen einfach gefragt, ich habe hier Live-Videos gemacht, habe gesagt, du, wenn du nichts verpassen möchtest, dann füge mich als Favorit hinzu. Wenn dich jemand, und dein Profil meine ich damit, auf Facebook als sogenannter Favorit hinzufügt, dann geht das am Algorithmus vorbei. Denn wenn du ein Posting machst in einer Gruppe oder wo auch immer auf deinem Profil, dann sehen alle diese Menschen dieses Posting, weil sie dich als erster sehen durch diese Favoritenfunktion. Die Favoritenfunktion kann man sehr leicht aktivieren, indem man unterhalb vom Profilbild auf die drei Punkte geht und sagt als Favorit hinzufügen. Man kann als User maximal 30 hinzufügen, also sei schnell damit. Deine Kunden nicht andere hinzufügen, sondern dich. Punkt Nummer zwei, wenn du Regionalgeschäftsstellenleiter bei der DVAG werden möchtest, sind sogenannte vorgeschlagene Themen. Also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, die verschiedenste Wege, die nach Rom führen, auch auf Facebook. Und es kommt hier jetzt eine neue Funktion, die nennt sich vorgeschlagene Themen. Das heißt, du kennst die Leute gar nicht und völlig fremden Interessenten werden auf einmal deine Postings vorgeschlagen. Wie funktioniert das? Als Basis dafür gelten die sogenannten Relevanzkriterien. Wenn du die kennst, kannst du diesen Algorithmus positiv beeinflussen. Was ändert das für deine Arbeit und für deine Ziele als Regionalgeschäftsstellenleiter bei der DVAG sehr, sehr viel, weil du nicht in die Akquise gehen musst, sondern weil Facebook diese Arbeit für dich übernimmt. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Wenn du Regionalgeschäftsstellenleiter bei der DVAG werden möchtest, halte ich es für sinnvoll, all diese neuen Möglichkeiten kennenzulernen. Es gibt auch eine versteckte Google-Funktion in deinem Facebook-Account. Das heißt, Menschen können dich über Google finden. Menschen, die jetzt nach Produkten von der DVAG suchen. Diese Funktion, ja, die musst du erst selbst aktivieren. Sehr, sehr ausführlich zeige ich dir das alles unterhalb von diesem Video in meinem Gratiskurs. Der dauert über 2 Stunden. Da nehme ich dich an die Hand und zeige dir, wie du das nutzen kannst. Ich wünsche dir, dass du Regionalgeschäftsstellenleiter bei der DVAG wirst. Glaub dran und setze die richtigen Schritte auf Social Media. Rock it. Bye, bye. Ciao, ciao.